Genau heute vor einem Jahr wurde der geflüchtete Mohamed Lamine Dramé von der Dortmunder Polizei erschossen. Nicht weit entfernt vom Tatort fand heute die Gedenkfeier statt. Es ist nach diesem unfassbar schrecklichen und auch sehr bewegenden Ereignis, finde ich erstmal sehr gut, dass wir heute hier alle zusammengekommen sind, um nochmal Mohammed zu gedenken und auch zu zeigen, dass dieses Ereignis nicht in Vergessenheit geraten ist, vor allem auch öffentlich, weil ich glaube, dass sich ein bisschen was bei der Polizeiarbeit getan hat, hat vor allem damit zu tun gehabt, dass der öffentliche Druck sehr groß war. Es gibt Sozialkompetenzen, die bei der Polizei fehlen. Es gibt interkulturelle Kompetenzen. Es gibt oft auch sprachliche Kompetenzen. Vielleicht können Sie das nicht alles. Dafür sollten Sie sich äußern und nach Unterstützung fragen. Zum Beispiel, dass bestimmte Polizeieinsätze von Übersetzerinnen und Übersetzer begleitet werden. Wir haben das Gefühl, dass einige Menschen dort durch den Tod von Mohammed sich da das Problem noch näher gestellt haben als früher. Es ist sehr oft der Fall, dass Menschen nur Probleme dann ansprechen oder eingehen, wenn es sie persönlich betrifft. Ich denke, wir haben für unsere Gesellschaft, nicht nur für uns allein, auch Mitverantwortungen.